Am Morgen nehme ich mir recht viel Zeit. Ich bin nicht so ein Typ, der etwas stressig und eilig tut, weil ich erst um 9 Uhr anfange zu arbeiten. Das heisst, stehe ich meistens 7:30 auf, mache einen Kaffee, mache richtig mal da vom Schlaf richtig erwecken. Und dann ja, tue ich ein bisschen Zeitung lesen, mache ich mich dann parat und dann komme ich zum Geschäft. Hier im Geschäft läuft jeden Tag das Gleiche. Das heisst, 10 bis 20 Velo müssen raus. Und wenn wir das gemacht haben, schliessen wir sie zu. Und dann schauen wir unsere Kundenaufträge an. Dann fangen wir an mit den Reparaturen. Ein Velomechaniker tut das Fahrrad reparieren. Zum Beispiel von kleinen Schrauben bis zum Tretlager austauschen, Radlager. Zum Teil noch Gabeln tun wir auch noch austauschen, wenn die verbogen sind. Ja, wir machen verschiedene Services. Erstens muss es gut mit dem Team gut sein und als zweitens muss auch das Reparieren von der Velos einem auch Spaß machen, zum Beispiel bei mir, weil das ist wichtig. Ich habe ja immer Abwechslung. Ich habe keine immer das gleiche Arbeit. Das heißt, es gibt einmal Service, einmal Tretlager austauschen, einmal Platten wechseln oder Velo aufbauen, wenn die neu kommen. Und es ist immer ein bisschen Abwechslung. Und das gefällt mir am besten. So auf Zweiradmechanik. Wird einem nie langweilig. Ja, der private Ausgleich ist noch, zum Teil noch sehr wichtig. Das heisst, dass man die Freizeit und den Job, dass man das kann auf zwei Sachen aufteilen kann, oder? Wenn man ins Geschäft ist, dann muss man 100% da sein. Aber wenn man Freizeit, also Freiheit, muss man dann für die Freizeit 100% Zeit investieren. Wenn man das nicht macht, dann ist es meistens überfordert und dann klappt das nicht miteinander. Hat man vielleicht Stress im Betrieb. Also in meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Velofahren. Vor allem wenn es schönes Wetter ist, investiere ich recht viel Zeit. Aber da habe ich noch andere Hobbys, Fußball spielen, ich gerne schwimmen und so mit der Familie Zeit verbringen. Ja, ein Typ zu guter Laune zu der Arbeit, das ist ein bisschen schwierig gesagt, weil es ist immer halt Tag zu Tag, oder? Aber was ich ganz gerne mache mit meinen Mitarbeitern, wenn sie am Morgen anfangen, dass man die kann motivieren. Wir haben auch Mitarbeiter, die ziemlich gerne Musik hören. Und wenn die Musik hören, sind sie mega happy. Dann tun wir dann zwischendrin mal das Radio laufen lassen. Genau. Aber nicht immer.